Es ist Freitag, der 4. Dezember. Ich begrüße euch herzlich zum 4. Adventstörli. Wenn man das auftut, dann sieht man hinten dran ein bisschen die Umrisse vom Urgrossvater von Jesus, nämlich der David. Da gibt es einen Vers, 1. Könige 2, 1-2. Als die Zeit herbeikam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach: Ich gehe hin den Weg aller Welt. So sei getrost und diene dem Herrn, deinem Gott. Wir haben die Biografie zusammengestellt für die Beerdigung, den Lebenslauf. Und die Angehörigen haben mir gesagt, ja, er war nie wirklich glücklich gewesen auf dem Geschäft, wo er musste, ein Leben lang drinnen und dafür arbeiten. Aber eben, sein Vater hat ihm auf dem Sterbebett das Versprechen abgenommen, dass er das Geschäft werde weiterführen werde. Er konnte nicht anders können, als dort Ja sagen. Und dann war es halt ein Leben lang so. Eigentlich hatte er ganz eine andere Vorliebe und auch andere Fähigkeiten gehabt. Aber so hat er einfach in Treue halt sein Versprechen erfüllt. Er hat ein Joch gedreht, sein Leben lang. Tatsächlich, wir beschäftigen uns einen Moment mit der Stunde vom Ableben, mit dem Totenbett, was dort noch so gesagt wird, was man darf sagen, was man sollte sagen, was man vielleicht auch nicht sollte sagen. Und eins wird schon klar aus dem Beispiel, das ich erwähnt habe, welche Stellen sollte man nicht mehr auf dem Sterbebett. Gegenüber den Angehörigen, hauptsächlich auch gegenüber den Nachfahren. Ob jetzt das Erbschaften sind oder Nachfolgen in irgendeinem Sinn, ob das Hypotheken sind, Zuständigkeiten, wenn man da am Schluss noch jemanden in diesem fast ein bisschen heiligen Moment zu etwas verpflichten, kann man ihm eine riesige Gewissenslast auflegen. Solche Sachen muss man vorher besprechen, weil das Gegenüber kann ja dann auch reagieren. Man kann dann vielleicht den Modus aushandeln, wie so etwas aussehen sollte. Man kann unter Umständen eben auch sagen, nein, los, das kann ich so nicht erfüllen, das möchte ich lieber nicht. Das ist für mich eine grosse Einengung für mein Leben. Da bleibt der Spielraum offen. Der David war sicher ein weiserer Vater als der, den ich vorhin erwähnt habe. Er konnte natürlich auch sagen, du Salomo, das ist noch eine Rechnung zu begleichen mit den Ägyptern oder mit den Syrern oder mit dem Haus vom Saul, dieses oder eins, musst du jetzt weiterführen, mein Palast ist noch nicht fertig und bitte, also mein Tempo, den ich schon lange machen wollte, den macht er auf jeden Fall und so weiter. Von solchen Auflagen haben wir nichts gespürt. Das stärkste Wort, das man auf dem Sterbebett sagen kann, ist, sei getrost. Also einfach, ich glaube, die beste Ermutigung, für jemand anderes eben ins Leben rauszuschicken, in das Abenteuer, in das neue Königtum, wo der Salomo antreten sollte. Und dann auch noch deine Gott. Und da merkt man, er gibt Raum dem Gott, dem Vater, dem grösseren Vater. Er selber, der David, ist der irdische Vater. Er tritt ab, aber er tut eine Perspektive auf. Das ist etwas, was man immer darf sagen. Stand vor deinem Gott, leb für deinen Gott, dien deinem Gott. Auf dem Sterbebett hat der David echte Vaterschaft bewiesen. Das hat er schon im bisherigen Leben, das er geführt hat. Er war zwar Vater auf mehrere Seiten herum und es hat Ungereimtheiten gegeben, aber die haben sich schlussendlich in Minne aufgelöst. Er hat Vergebung bekommen im Zusammenhang mit der Geschichte von seinem Sohn Salomo, der auf eine Art sein Lieblingssohn war. Er hat also Vaterschaft gelebt zu Lebzeiten, aber jetzt am Ende hat er nochmal bewiesen, was ein wirklicher Vater ist. Er gibt nämlich Raum für einen Vater von aller Vaterschaft, für Gott. Und darum ist das Testament nicht ein Joch, sondern eine Einbettung. Er hat seinen Sohn eingebettet in die mächtigen und auch führenden Hänge von seinem Gott. Das hat übrigens mein Grossvater auch so gemacht. Bevor er gestorben ist, hat er seine vier Söhne und seine drei Töchter auch nochmal gesegnet auf dem Weg von Gott anbefohlen. Das tue ich mir, das ist etwas, das man mitnehmen könnte, vorausschauend und die anderen Sachen möglichst vorher schon erledigen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.